Menschen sind nicht mehr im Leben, nicht mehr hauptsächlich im Regenwald, wie die Schimpansen, wie unsere Vorfahren. Man stellt sich ja vor, dass die gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Schimpansen auch im Regenwald gelebt haben und vielleicht ähnlich aussahen wie Schimpansen. Dort müssen sie klettern. Man geht davon aus, dass es zu Umweltveränderungen kam. Es gab nicht mehr genug Bäume. Eine Gruppe von diesen Schimpansen musste dann eben auch sich in dieser entstehenden Savanne mit viel Gras zurechtfinden. Und da ist es eben von Vorteil, wenn man zum A aufrecht gehen kann und dann, was später kam, auch schnell laufen kann. Das kam eigentlich erst ein paar Millionen Jahre später, vor etwa 2 Millionen Jahren, dass Menschen einen Körperbau entwickelt haben, der auf ausdauerndes Laufen ausgerichtet ist. Wir sind extrem gute Dauerläufer als Menschen. Da musste sich zum Beispiel das Becken ein bisschen verschieben, damit wir mit dem aufrechten Gang weniger Probleme haben. Kann man hier das auch sehen. Das ist mit dem aufrechten Gang. Das sieht man hier beispielsweise, dass das mehr so pfannenartig ist, dass die Eingeweide nicht nach unten sacken. Das ist beim Schimpansen nicht notwendig. Es gibt viele andere Sachen. Hier zum Beispiel, was man auch erkennen kann, dieses Hinterhauptsloch, also wo praktisch das Rückgrat in den Kopf geht, ist beim Menschen nach vorne verschoben. Das ist hier weiter hinten. Mhm. Sieht man jetzt nicht ganz so gut, weil er ja eigentlich normalerweise... Normalerweise ist ein bisschen nach hinten verschoben, weil er normalerweise auf allen Vieren geht. Und das ist deswegen wichtig, weil man dann an solchen Schädeln, wenn man die findet, man findet ja das Skelett gar nicht. Und dann kann man an dieser Stellung dieses Hinterhauptsloches dann oft einigermaßen klar sagen, ob dieser Vormensch vielleicht schon aufrecht ging oder eben nicht. Was man auch ganz klar sehen kann, ist, die Größe des Gehirns unterscheidet sich kräftig, ne? Das habe ich gleich weggelassen, weil das so selbstverständlich so ist. Aber man muss es natürlich erwähnen. Das ist natürlich das, worauf wir als Menschen stolz sind und auch zu Recht, dass natürlich unser Gehirn ganz enorm groß ist. Was übrigens auch große Probleme macht, jetzt nicht nur bei der Geburt, sondern es muss auch ernährt werden. Also wir brauchen eigentlich sehr energiereiche Nahrung. Das Gehirn braucht bis zu 30% unserer gesamten Kalorienmenge, die wir aufnehmen. Also es ist ein enorm energiereich fressendes Organ. Und was wir uns vielleicht abschließend, damit können wir uns auch hinsetzen, noch mal wirklich vor Augen führen müssen, ist, dass wir, dass die Übereinstimmung, die genetische Übereinstimmung zwischen diesen beiden da hinten 98 bis 99% ist. Das war eine Riesenüberraschung, die durch diese genetischen Untersuchungen erst der letzten Jahrzehnte kam. Davon ging man überhaupt nicht aus, weil Menschen und Schimpansen natürlich anders aussehen. Das heißt, wenn Sie in den Zoo gehen, dann sehen Sie Schimpansen, Gorillas, vielleicht auch Orang-Utans und Menschen. Und instinktiv würden Sie sagen, diese anderen Menschenaffen, also Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans, die sind näher verwandt. Und das hat Darwin auch gedacht. Das sieht man in diesem Stammbaum eigentlich sehr schön. Da sieht man hier, das ist ein Affenstammbaum, Primatenstammbaum. Dann sieht man hier ganz links die Menschen. Und hier in der Mitte Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans und Gibbons, die Menschenaffen. Und dann sieht man, dass die sozusagen, dass er dachte, dass die enger miteinander verwandt sind und die Menschen relativ früh eine eigene Linie bilden. Und durch diese genetischen Untersuchungen wurde klar, dass das nicht ist, sondern dass wir eigentlich ein ganz kleiner Zweig hier oben an dem Schimpansen-Stammbaum sind. Das heißt, wir sind, wenn man einen Schimpansen fragen würde, wer ist dein nächster Verwandter unter den anderen Tieren, dann müsste er sagen, die Menschen und nicht die Gorillas beispielsweise. Wo zeigt sich denn eigentlich in unserem Verhalten am ehesten noch, dass wir tatsächlich einen tierischen Ursprung haben? Es zeigt sich in allen Dingen, die wir tun. Also Beispiele sind, warum wir zum Beispiel bergsteigen, warum man riskante Dinge tut, warum es sowas wie sexuelle Eifersucht gibt, warum wir Vorlieben für bestimmte Speisen haben. Eigentlich ist diese biologischen Anlagen, die Instinkte, könnte man sagen, prägen alle Verhaltensweisen, die Menschen haben, aber die sind natürlich dann immer kulturell noch überformt. Aber sozusagen in der Grundlage sind sie biologisch. Ich pick mir mal kurz das Bergsteigen raus. Wieso? Was hat Bergsteigen mit dem tierischen Ursprung zu tun? Das kommt aus der Partnerwahl, und zwar hat man festgestellt, dass bei der Partnerwahl muss man ja aussagekräftige Signale von dem anderen haben, Kriterien, nach denen man sich jemand raussucht. Und das machen auch viele Tiere, dass sie sozusagen Werbung für sich machen beim anderen Geschlecht. Der Pfau ist ein schönes Beispiel. Der hat dieses wunderschöne Pfauenrad und diese Federn. Und jetzt
ist ganz auffällig, dass dieser Pfau sich ja gefährdet. Ein Fuchs kann den viel leichter fangen, der kann ja gar nicht mehr richtig fliegen. Und jetzt war die Frage, warum tut er das? Warum macht er so ein riskantes Merkmal? Ja? Mhm. Und die Antwort ist die, nur dadurch, dass es riskant ist und wirklich aufwendig ist, ist es aussagekräftig. Wenn das sozusagen zu einfach ist, kann die Pfauendame eigentlich nichts auswählen. Wenn jeder Pfau das produzieren kann, dann hat sie ja keine Unterscheidungskriterien. Und so ähnlich muss man sich das mit dem Risikoverhalten bei Menschen beispielsweise vorstellen. In dem Moment, wo einer was kann, was ein anderer nicht kann, ist es ein aussagekräftiges Signal, das zeigt, guck mal, der kann irgendwas Tolles. Es gibt ja noch andere Sachen als Bergsteigen. Naja, ja, klar. Ich hatte am Anfang der Sendung ja erwähnt, wir wollen auch den Fastfood-Gedanken da noch mal reinbringen. Warum essen wir Fastfood? Man überlegt sich einfach immer, wie sind die Menschen entstanden? Wir waren Jäger und Sammler über 2 Millionen Jahre. Die sind durch die Savanne gezogen oder dann hier durch Europa. Das heißt, es gab Zeiten des Überflusses, wenn vielleicht die Mammutherden hier waren, und es gab Hungerzeiten. Das heißt, wir sind darauf programmiert, dann, wenn es was zu essen gibt, auch mal über den Hunger zu essen, weil Hungerzeiten kommen. Im Prinzip ist das ein ganz, ganz normales, natürlicher Instinkt. Ist auch sehr sinnvoll. Nur heute haben wir ja diese Hungerzeiten nicht mehr. Das heißt, wir essen sozusagen immer über den Hunger und die Hungerzeiten kommen nicht mehr. Was man eigentlich machen müsste, ist sie künstlich hervorrufen. Also indem man halt mal eine Weile so eine Art Suppendiät. Ja, oder halt mal eine Weile auch nichts isst. Also sozusagen dieses Zyklische wieder ein bisschen reinbringt. Das ist natürlich schwierig, weil wir darauf programmiert sind, biologisch, energiereiche, also Fast Food, energiereiche, fettige, süße Speisen zu essen, um unser Gehirn vernünftig zu ernähren. Fatal, kann man nur sagen. Ja. Der Mensch ist ein Produkt der Evolution, er greift selbst aber auch aktiv in evolutionäre Prozesse ein. Durch Züchtung und Selektion, also Auslese, beeinflussen wir schon lange ganz gezielt die Entwicklung der Arten. Das beste Beispiel sind unsere besten Freunde, die Hunde. Mischling Fiete wohnt in der Stadt. Seine Besitzerin Almut ist für ihn das Allerwichtigste auf der Welt. Fietes Verwandtschaft hat sich vor langer Zeit in zwei große Zweige aufgespalten. Seine Vorfahren waren Wölfe, ähnlich denen, die auch heute noch wenige Gebiete der Welt durchstreifen. Vor 20.000 Jahren entdeckten einige Wölfe die Umgebung des Menschen als neuen Lebensraum. Wenig später zogen die Menschen die ersten Wölfe per Hand auf. Dabei bevorzugten sie die zahmeren Wölfe. Sie lebten fortan mit ihnen eng in einer gemeinsamen Gruppe. 15.000 Jahre später sieht Fiete nicht nur anders aus, er verhält sich auch nicht mehr wie ein Wolf. Sein Mensch ist der wichtigste Bezugspunkt im Leben. Das Forschungszentrum für Wölfe im österreichischen Grünau. Forscherinnen vergleichen das Verhalten von Wolf und Hund. Die schwarzen Timba-Wölfe sind beim Spaziergang nervös. Schon ein einfaches Gatter erregt Misstrauen. Für Menschen interessieren sich diese Wölfe wenig. Ganz anders die Hunde. Sie haben immer ein Auge auf ihren Menschen und lassen sich von der Unruhe der Wölfe nicht beeindrucken. Beim Training arbeiten Hunde begeistert mit, auch ohne ständige Futterbelohnung. Rolle? Ja, super. Oh, sie brav. Die Wölfe arbeiten nur für Futter und sie sind nie ganz bei der Sache. Schima, muss sie. Super, down. Ja, so ist sie brav. Siehst du, es geht doch. Schau mal. Schima. Schima, komm mal. Anders als Hunde verweigern Wölfe ohne Belohnung die Kooperation. Down. 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 In der frühen Neuzeit begannen die Menschen, Hunde mehr nach ihrem Aussehen zu züchten. So entstanden immer mehr Hunderassen. Seit rund 150 Jahren gibt es sogenannte Rassestandards. Sich den Menschen anzuschließen, war ein sehr erfolgreicher Schritt in der Evolution. Der Hund hat diese Strategie perfektioniert. Das zeigt ein Experiment. Das Fleisch ist für den Wolf unerreichbar. Aber er versucht es trotzdem. Notfalls mit Gewalt.
Der Hund sitzt von vornherein auf seinen Menschen. Der erste Blickkontakt. Der zweite Blickkontakt. Der dritte. Mach du das. Die Rechnung geht auf. Der Mensch hat verstanden. Auch Fiete muss sich weder anstrengen, noch seine Gesundheit riskieren, um sein Fressen zu erjagen. Frauchen ist bei der Auswahl des Futters sehr wählerisch. Gesund und ausgewogen muss es sein. Und sollte Fiete krank werden, bringt sie ihn zum Tierarzt. Fietes entfernte Verwandte haben ein Reh gerissen. Es war eine anstrengende Jagd. Zum Glück ist keinem etwas passiert. Schon viele Wölfe sind von der Jagd nicht zurückgekehrt. Der Hund ist eine der größten Erfolgsgeschichten der Evolution.